Golden glitzern die Baumwipfel im Sonnenlicht. Im Nationalpark Bayerischer Wald wird das Wunder Natur ganz besonders deutlich. Grund genug für rund 15 Wanderer, sich auf eine geführte Tour zum Thema Natur und Schöpfung zu begeben. Die Schöpfung kennenzulernen. Für einen Christen ist Schöpfung das, was am Anfang an passiert ist und wie Gott die Welt so geschaffen hat. So ist er hier erlebbar und da gehört alles dazu. Da gehört das Werden und Vergehen, die Natur, die belebte, die unbelebte Natur, alles das ist Schöpfung. Und da und das den Menschen zu vermitteln, nicht nur das, was er daheim im Wohnzimmer hat oder sonst was, sondern es geht in der Natur draußen. Alles nach den Schöpfungsregeln und letztendlich nach Gottes Regeln. Diese geführten Touren zum Thema Natur und Schöpfung werden das ganze Jahr über angeboten. Begleitet von einem Nationalparkförster und einem Theologen geht es durch die Natur. Vor dieser sagenhaften Kulisse kommt man gemeinsam ins Nachdenken über die Schöpfungsverantwortung, aber auch den Kreislauf des Lebens. Den Kreislauf von Werden und Vergehen, von Leben und Sterben, das sieht man ganz prägnant hier im Nationalpark. Und deswegen bietet sich das auch immer wieder an, mit verschiedenen Schwerpunkten diese Führungen zu machen. Ich übernehme dann meistens den naturwissenschaftlichen Teil und das Interessante, was zu den Themenschwerpunkten gesagt werden kann. Und der Pfarrer oder der Theologe halt das Theologische. Die Besonderheit auf dieser Wanderung, es geht um das Thema Grenzen überspringen. Daher führt auch die Wanderung über die tschechische Grenze. Insgesamt 5 Stunden geht es durch die Natur und durch den Wald. Pfarrer Thiemann hofft, dass die Wanderer einiges mitnehmen. Ich hoffe natürlich, dass sie erstmal den guten Eindruck von der Schöpfung bekommen, dass es sich lohnt, die Schöpfung zu bewahren. Ja, und mit diesem Impuls dann nach Hause gehen. Für die Wanderer hat sich das Auf den Weg machen gelohnt. Neben viel Wissen über Pflanzen, Tiere und Besonderheiten im Nationalpark hat ihnen Pfarrer Thiemann einige Impulse zum Nachdenken mit auf den Weg gegeben. Natur bewahren heißt Schöpfung bewahren.